diesem Video möchten wir euch die Funktionen zu Bankkonto einmal näher erläutern. Nachdem ihr euer Vereinsbankkonto eingerichtet habt, werden die Kontobewegungen dieses Kontos abgerufen und entsprechend auf der rechten Seite angezeigt. Die folgenden Optionen sollen euch dabei helfen, Buchungen, wie zum Beispiel von Einnahmen, Ausgaben oder auch Spenden, vorzunehmen. Schauen wir uns zunächst die Option PIN bearbeiten an. Dazu wählt ihr einmal euer Bankkonto aus und haltet die Maus dann links über die drei Punkte. Mit dem Klick öffnet sich das entsprechende Menü. Schauen wir uns dazu die PIN bearbeiten Funktion einmal an. Mit der Funktion PIN bearbeiten kann die PIN zum Bankkonto aktualisiert werden, falls diese sich geändert hat. Zusätzlich könnt ihr die Option PIN speichern setzen, sodass Visum ein Verein automatisch eine Umsatzanfrage an das eingereichte Online-Konto stellen kann. So können Buchungslücken vermieden werden, die bei manueller Abfrage auftreten können. Als nächstes schauen wir uns die Option Bankkontakt synchronisieren an und auch was das zu bedeuten hat. Mit der Funktion Bankkontakt synchronisieren werden die aktuellen Umsätze auf eurem Vereinskonto von Visum Mein Verein abgerufen. Des Weiteren kann diese Option genutzt werden, falls Änderungen bei eurer Bank vorgenommen worden sind. Die Option Bankkontakt bearbeiten. Über die Funktion Bankkontakt bearbeiten könnt ihr ein neues TAN-Verfahren oder ein TAN-Gerät einrichten oder auch einen Bankkontaktwechsel vornehmen. Sollen Buchungen von Personen vorgenommen werden, die das Konto nicht eingerichtet haben, so können die Zugangsdaten dieser Person über die Funktion Bankkontakt bearbeiten hinterlegt werden. Dies kann zum Beispiel bei Vertretungen der Fall sein, wenn die hauptverantwortliche Person einmal ausfällt und die Buchungen dennoch erfolgen müssen. Über die Option Kontoinformationen könnt ihr erkennen, welche Transaktionen in eurem Bankkonto freigeschaltet sind. Die Option sollte kontrolliert werden, wenn zum Beispiel Sammellastschriften vorgenommen werden sollen, dies jedoch nicht erfolgt. Ist diese Transaktion nicht aktiv, so muss diese bei eurer Bank freigeschaltet werden. Nachdem ihr die Freischaltung bei eurer Bank für die Sammellastschriften aktiviert habt, müsst ihr in Mein Verein lediglich den Bankkontakt synchronisieren. Das war's zu den Optionen in Bank und Kasse. Schaut euch weitere Videos und Hilfen in unserer Bibliothek oder auf unserem YouTube-Kanal an.